Bei Touristen beliebt, bei Einheimischen verhasst. Nach hunderten Unfällen schafft Paris die E-Roller ab. Bis zum 1. September müssen die Betreiber alle 15.000 Roller von den Bürgersteigen und Plätzen der französischen Metropole einsammeln. Bei einem Referendum im April haben die Pariser und Pariserinnen für ein Verbot der batteriebetriebenen Scooter gestimmt. On a commencé le retrait de nos 5000 trottinettes dimanche dernier. Et peu à peu, on va laisser dans les rues seulement nos 5000 vélos en libre service. Donc on retire principalement la nuit, entre 22h et 6h, entre 400 et 500 trottinettes par jour, avec 6 à 7 agents qui travaillent spécialement sur cette opération. Paris ist die erste europäische Stadt, die zu dieser drastischen Maßnahme greift. Ein Teil der ausrangierten Elektroroller soll nach Berlin kommen, wo ebenfalls hitzig über das Thema diskutiert wird und sich die Begeisterung über die Neuzugänge deshalb in Grenzen hält.